Herzlich willkommen, heute geht es um die mediterranen Kräuter. Der Rosmarinduft liegt in der Luft. Damit diese mediterranen Kräuter wirklich gut wachsen, heißt es, die richtige Erde nehmen. Da gibt es einmal die Naturerde. Aber für die mediterranen Kräuter magern wir sie ein bisschen ab mit Tongranulat oder Sand oder Split. Denn diese mediterranen Kräuter, die wollen eher trockene Bodenverhältnisse. Gut mischen. Und dann wird schon gepflanzt. Und zwar, wir setzen in so ein Kistel relativ eng diese mediterranen Kräuter. Wir beginnen mit dem Rosmarin. Rosmarinus heißt Tau des Meeres. Gleich ein Qualitätsmerkmal. Die Wurzeln sollten bei solchen Töpfen immer hellweiß sein. Das ist perfekte Qualität. Wenn man jetzt im Frühjahr pflanzt, den Wurzelballen ein bisschen aufreißen, damit die Pflanze gut einwurzelt, und den setzen wir hier am Rand her. Denn so ein Kräuterkistel sollte auch gleichzeitig nicht nur Würze, sondern auch Dekoration sein. Daneben kommt Thymian, der Zitronenthymian. Auch hier den Wurzelballen ein bisschen aufreißen und den setzen wir ganz vorne hin. Der wächst dann über die Kante des Kistels nach unten. Dann kommt das Olivenkraut, eher nicht so bekannt. Auch hier ein bisschen aufreißen, der Wurzelballen ist noch locker, kommt ganz hinten hin. Sorgt dann aufgrund der anderen Blätter auch für eine wunderbare Struktur. Dann kommt der Salbei, den geben wir auch in den rückwärtigen Teil. Und ganz vorne Oregano. Und zwar ist das ein ganz spezieller, ein griechischer Oregano, der später dann mit den Blüten für die Bienen auch interessant. Und dieses Kistel schaut perfekt aus, da werden diese Kräuter nach unten wachsen und die anderen dahinter. Beim Gießen natürlich am Anfang kräftig angießen, später dann brauchen die Kräuter wenig Wasser und da kann man sogar mal ein paar Tage wegfahren und sie werden trotzdem überleben. Mediterrane Kräuter bringen die Würze auf den Balkon und Terrasse.